Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich für den Enterprise Mobility Summit interessieren, der dieses Jahr zum 5. Mal über die Bühne geht, und zwar am 28. und am 29. September in Frankfurt. Und in Vorfreude darauf war heute bereits das Partnertreffen, und ich habe einen Gesprächspartner, der uns ein bisschen was erzählen wird, was er sich von dem Enterprise Mobility Summit erwartet. Und wenn ich jetzt zurückblicke, den Enterprise Mobility Summit gibt es ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bereits das 5. Mal in diesem Jahr. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie so die Entwicklung im Bereich Enterprise Mobility war? Ja, also ich glaube, wenn man da ein bisschen zurückschaut, dann ist das Thema Mobility viel E-Mail, viel Calendaring, viel Collaboration. Die Geräte, die dazu in Verwendung sind, sind teilweise sehr unstrukturiert im Einsatz. Man weiß nicht ganz genau, wo ist denn welches Gerät, welche Rechte und Rollen sind darauf vergeben und welcher Service ist dazu gebundelt. Und da sind wir auch von der CAG Meridian der Überzeugung, das wird sich zukünftig verändern. Ja, klassische Situation. Vielleicht zwei, drei Schritte in die Vergangenheit. Früher war Integration das Thema, das heißt Hardware-Betriebssysteme in die Unternehmensstrukturen einzubinden, Standard-Applikationen wie PIM und so weiter zu implementieren. Was wir heute immer mehr verstärkt feststellen, ist die große Anzahl der Produktiv-Apps, die über die App-Stores zur Verfügung gestellt werden. Und nicht jede dieser Applikationen ist wirklich enterprise-tauglich, bringt trotzdem Vorteile für den Arbeitstag eines Mitarbeiters. Und das ist so das Spannungsumfeld, in dem wir, also was wir so identifizieren, in dem wir uns bewegen. Wie bringe ich die richtigen Applikationen in dem richtigen Kontext auf die Geräte? Wie binde ich sie an das Unternehmen an? Wie sorge ich dafür, dass Datensicherheit gewährleistet ist und das Ganze aber auch noch bezahlbar bleibt und die Usability nicht leidet? Ja, Enterprise Mobility Summit. Was haben Sie denn so für Erwartungen an diesen zweitägigen Event? Also die wichtigsten Erwartungen sind für mich, dass ich einen Rahmen habe beim Enterprise Mobility Summit, um mich mit anderen Kollegen, mit anderen IT-Leitern, mit anderen CEOs in einem wirklich sehr kleinen und wohlbehüteten Rahmen austauschen zu können und natürlich auch zusätzlich die Möglichkeit habe, mich mit Herstellern, mit Anbietern von Lösungen, von Software wie Hardware-Lösungen dort auch auszutauschen und mich über Produkte und Ähnliches zu informieren. Also ich habe den Mobility Summit ja schon mehrfach besucht und wahrgenommen als einen Platz, wo man auch gut kommunizieren und sich austauschen kann. Da sehe ich auch einen besonderen Wert, sowohl für die Besucher als auch für uns, kennenzulernen, was sind denn die Bedürfnisse, die anstehen, was sind denn Herausforderungen, die zu meistern sind, und dann auch unsere Beiträge einfach da einzubringen in Form eben der Gespräche, aber auch vielleicht Workshops, die dort stattfinden. Ich freue mich auf Unternehmen zu treffen, die eben genau vor diesen Herausforderungen zu stehen und herauszufinden, wie haben sie die teilweise schon gelöst im Unternehmen, was sind deren Bedürfnisse, und mit ihnen zu diskutieren, wie kann man die Herausforderungen lösen, was sind deren Anforderungen und wie stellen sie sich das in den nächsten 2, 5 bis 10 Jahren vor, wo wird die Reise hingehen. Ja, liebe Zuseher, Sie haben es gehört, es gibt viele spannende Themen, es gibt auch viele neue Themen, Internet of Things, Industrie 4.0, und wir haben dann einen ganzen bunten Strauß an Themen eben mit dabei. Wir freuen uns, auch wenn auch Sie dabei sind, Ende September in Frankfurt auf dem Enterprise Mobility Summit. Herzlichen Dank. Tschüss.